Moser der Technikgeschichte ist eher ein Langeweile-Projekt von mir. Das heißt, nicht, dass es per se langweilig ist, sondern eher was für die berühmten Regentage. Ganz einfach, weil es doch interessante Kuriositäten gibt, die irgendwie berichtenswert sind. Geld verdiene ich nun wirklich nicht damit und ich stecke auch kein Geld in dieses Hobbyprojekt. Alle Bilder, die zu sehen sind, entstammen der Wikipedia oder wurden mir auf Nachfrage zur Verwendung freigegeben. Zu sehende Filmausschnitte ebenso. Oder die Bilder sind so alt, dass die Rechte verfallen sind und so weiter. Auf die Idee bin ich durch Frank Patalongs Buch Der viktorianische Vibrator gekommen, welches ich nur empfehlen kann. Auf jeden Fall wollte ich mit einem Freund zusammen ein ähnliches Buch schreiben. So habe ich spaßeshalber eine Liste angelegt mit Kuriositäten. Leider wurde nichts aus dem Buchprojekt und so habe ich einfach die Themen der Liste auf diesem Kanal hochgeladen. Leider gab es einen unschönen Festplattencrash und die Liste war natürlich gerade nicht auf meinem Sicherungslaufwerk. Murphy's Law kam voll zur Geltung. Jetzt habe ich wieder eine neue Liste und Zeit und Lust, diese faszinierenden Fußnoten der Geschichte zu recherchieren. Vorschläge, Hinweise auf Fehler und weiteres werden gerne entgegengenommen und es wird auch mal Zeit, ein neues Mikrofon zu kaufen. Also dann, auf ein neues und schönen Tag noch.